So, da sitze ich auf dem Präsentierteller. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Trading für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Ja, schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind und Sie sind wahrscheinlich ein bisschen erstaunt, warum Sie uns heute live in Farbe sehen. Und ich hoffe, Sie können uns gut sehen. Es ist so, dass wir heute mal was probieren wollten, einen Neustart. Wir haben gesagt, das Intro möchten wir gerne per Videofunktion mal starten, dass Sie einfach ein bisschen mehr Einblick bekommen. Wir haben uns auch extra heute hübsch gemacht und ein Hemd angezogen, dass Sie mal sehen, wie wir im Homeoffice auch arbeiten und auch mal einfach ein Live-Bild von uns bekommen. Das wollen wir so die nächsten Male auch per Intro machen. Das ist einfach die ersten 1, 2 Minuten. Dann schalten wir aber auch wieder auf die Folien komplett zurück, denn wir wollen natürlich, dass Sie die Folien in der ganzen Bandbreite sehen und wollen auch nicht, dass die Performance darunter leidet. Und insofern werden wir auch gleich mal eine ganz kurze Umfrage starten. Das machen wir aber am Ende meiner Einleitung, um einfach zu schauen, ob Ihnen sowas gefällt, ob Sie da Lust drauf haben oder ob Sie sagen, nee, das können wir uns eigentlich sparen. Wir fanden es eigentlich ganz persönlich und fanden es ganz gut. Und natürlich wollen wir schauen, ob die technische Anbindung funktioniert hat bei Ihnen. Insofern möchte ich heute ganz herzlich die Trading-Gruppe 2.0 vorstellen. Der Ingmar und der Stefan sind heute mit von der Partie. Und wir freuen uns drauf auf das Webinar. Und ich möchte noch 2 Worte zu meiner Person verlieren. Diejenigen, die neu dabei sind, mich noch nicht kennen, mein Name ist Markus Landauer und ich bin hier bei der DZ Bank Derivate-Experte. Und ich schalte jetzt auch die Videofunktion im ersten Schritt gleich wieder aus. Ingmar, du müsstest eigentlich auch sichtbar sein. Willst du vielleicht gerade noch 1, 2 Worte sagen? Hallo und du bist ja dann auch gleich wieder mit dabei. Ja, erstmal hallo Markus, hallo natürlich in die Runde. Freue mich auch, dass ich dich nach langer Zeit mal wieder live sozusagen und in Farbe sehe. Wir haben uns ja jetzt auch schon länger nicht treffen können hier in Frankfurt aufgrund der Corona-Pandemie. Aber jetzt über Video klappt das ja wunderbar. Ich finde es eine tolle Idee. Kam auch schon einige Feedbacks rein, dass das wohl ganz nett ist, auch mal zu sehen, wer da spricht. Von daher hallo auch nochmal an alle, die dabei sind. Freut mich, dass wir heute auch wieder als Trading-Gruppe hier am Start sind und heute werden wir dann wieder uns verschiedene Basiswerte anschauen. Wir werden natürlich einen Rückblick tätigen auf das letzte Webinar. Das hat ungefähr vor einem Monat stattgefunden. Und heute wird es dann 2 neue Basiswerte geben, die wir uns anschauen, dort Trading-Setups vorstellen. Einmal auf den DAX, einmal auf den japanischen Yen gegenüber den US-Dollar. Und sollten zwischendurch Fragen aufkommen, dann gerne auch in die Fragenbox reinschreiben, auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Basiswert gibt, den Sie interessiert. Denn dann können wir schauen, ob wir das am Schluss noch einbauen können, falls wir noch genügend Zeit haben. Danke dir, Ingmar, und ich schalte dann gleich um und vergeben Sie uns oder sehen Sie es uns nach, wenn wir da teilweise auch ein bisschen semi-professionell natürlich unterwegs sind. Wir dachten einfach, diese Videofunktion haben wir hier, deswegen nutzen wir sie auch. Ich versuche einfach mal jetzt mit den Folien weiterzumachen und melde mich dann später wahrscheinlich nochmal per Bild wieder. Also probieren wir es mal, ob es funktioniert. Die Folie ist auf jeden Fall da geblieben. Jetzt muss ich mit der Hand ein bisschen weiterspringen, denn ich möchte Ihnen ja auch verraten, was Sie heute erwartet. Und wir haben zum einen eine Folie mit dabei oder ich habe eine Folie mit dabei. Da geht es um die Ankündigung der Invest, die dieses Jahr ja auch wieder digital stattfinden wird. Geht leider nicht anders. Dann haben wir das Thema heute im Fokus der DAX und die Überschrift Jetzt wird's spannend. Lohnt es sich noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen? So haben wir es überschrieben. Der DAX hat in den letzten Wochen ja atemberaubende Höhen erklommen und ist knapp, heute Morgen noch bei knapp 15.500 Zählern gewesen, ist ein bisschen zurückgekommen. Und da bin ich sehr gespannt, was unsere Experten heute oder wie sie die weitere Entwicklung abschätzen. Dann ist es natürlich auch so, dass wir auch einen allgemeinen Marktüberblick geben möchten oder unsere Referenten und zu den Aktienbarometern, die auf dem All-Time-High nahezu notieren oder notieren beim S&P 500, beim Nasdaq, beim DAX und vieles mehr. Und wir haben natürlich auch ein sehr, sehr niedriges Volatilitätslevel aktuell von 18 und da hatten wir ja schon mal im letzten Jahr 90. Das ist richtig, richtig viel Unterschied und nur mal um das einzuwerten, im Durchschnitt gab es da in den letzten 5 Jahren, war sie bei 20 die Volatilität und das Tief der letzten 5 Jahre bei 11. Naja, und da kann sich vielleicht auch anbieten, den einen oder anderen Put zur Absicherung wieder, klassischen Put dazuzunehmen für das Portfolio.
mit längerer Laufzeit. Es gibt natürlich da auch noch andere Instrumente. Ja, und die zehnjährigen Zinsen in den USA bei den Staatsanleihen, die ja, dümpeln aktuell so bei 1,60 rum bei der Rendite und sind ein bisschen zurückgekommen. Und wir werden aber auch Einzelaktien wahrscheinlich heute am Ende, wenn wir es zeitlich hinbekommen, durch den Stefan wieder analysieren lassen. Deswegen gerne auch wieder ein paar Aktien Ihrer ja, Favoriten in den Chat reinpacken. Der Stefan wird sich das dann mal anschauen, was er da rausziehen kann. Dann haben wir ein Trading-Setup wieder dabei. Und ja, Fragen wie immer mündlich dann gerne oder schriftlich vielmehr in den Chat. Wir versuchen sie aufzugreifen. So, viel gesagt, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Folie, der rechtlichen Hinweisefolie, die ich auch noch erwähnen muss und möchte. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Und alles, was wir hier zu Hebelprodukten besprechen, die nur den Demonstrationszwecken, ersetzt keine Empfehlung und auch keine Beratung. Und es gibt natürlich auch Risiken mit Hebelprodukten in Verbindung, das Totalverlustrisiko und das Emittentenausfallrisiko, Schrägstrich Bonitätsrisiko. Ja, kommen wir noch ganz kurz zu der Folie Invest. Ich will sie einfach mal aufgelegt haben. Wann findet sie statt? Am kommenden Freitag, den 23. April und am Samstag. Und sie geht von 9 bis 17 Uhr, ist wie gesagt digital. Und ich möchte meinen Kollegen hier, den Falco Block, ja, anpreisen um 11.30 Uhr am Freitag und am Samstag um 13.15 Uhr ist er auf der digitalen Bühne mit dem Thema die Rückkehr der Inflation unterwegs. Und wie gesagt, Sie können mit einem PC, Tablet oder Smartphone teilnehmen und die Anmeldung sehen Sie hier unten nochmal eingeblendet, www.invest-messe.digital. Hier können Sie sich anmelden. Wir würden uns freuen, wenn Sie da auch einschalten. Ups, eine Folie zu weit. Das haben wir, das Thema. Deswegen gebe ich jetzt gleich ab, damit wir keine Zeit verlieren, an den Ingmar und dann auch an den Stefan. Und ja, freue mich auf ein spannendes Webinar. Super, vielen Dank, Markus. Und nochmal an alle, die gerade noch dazugekommen sind, ein wunderschönen guten Abend. Freut uns, dass Sie wieder so zahlreich mit dabei sind. Und bevor wir uns die heutigen Trading Setups anschauen, wollen wir natürlich wieder einen kurzen Rückblick tätigen auf das letzte Webinar. Das letzte Mal waren wir am 15.03. hier dabei. Ist schon etwas her, knapp über einen Monat. Dort hatten wir natürlich auch wieder zwei Trading Strategien vorgestellt. Einmal eine Long Strategie auf den DAX. Ja, die Vorfilter haben das entsprechend angezeigt. Wir werden heute auch natürlich uns nochmal die verschiedenen Saisonalitäten, Zyklen, Sentiments und so weiter anschauen. Aber zumindest damals war es auch schon so, dass wir gesagt haben, man sollte jetzt die Long-Seite spielen. Laut Stefan sollten wir aber dann warten mit einem Einstieg und erst mit einem Limit bei 13.500 einsteigen, mit den Zielen bei 14.200, 14.500 und 15.000 Punkten und einem Stopp bei 12.900 Punkten. Aktueller Kurs von vorhin war 15.403. Man sieht also, die Long-Idee war genau richtig, aber da wir natürlich nicht jede Woche und noch viel besser wäre jeden Tag hier ein Webinar haben, um entsprechend auf Veränderungen eingehen zu können, müssen wir natürlich mit Limits oder Stop-Buys oder sonstigem arbeiten. Und was sieht man hier? Man sieht eben, dass wir gar nicht zum Zug mehr gekommen sind mit der weiteren Long-Order, denn der Tag des Webinars, der 15.03., das ist hier blau eingekreist, das war eben der Tag, an dem wir hier das Webinar gehalten haben. Hier unten die 13.500, das ist das Limit gewesen. Bis dahin sind wir gar nicht mehr runtergekommen, sondern der DAX ist direkt weiter nach oben angesprungen. Werden wir aber, wie gesagt, nachher nochmal in Ruhe drauf eingehen, auf den deutschen Aktienindex, den wahrscheinlich auch die meisten hier interessiert. Zweite Strategie, die wir vorgestellt haben, war eine Short-Strategie auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar, ebenfalls natürlich vom 15.03. Die Vorfilter haben angezeigt, dass wir hier die Short-Seite favorisieren sollten. Preisbestätigung laut Stefan, wir sollten einsteigen mit einem Stop-Buy in den Short, deshalb nicht verwechseln, das ist quasi ein Stop-Sell oder aber wenn wir ein Short-Produkt kaufen, ein Stop-Buy für den Short im Basiswert bei 1,37 mit den Zielen bei 1,34. 1,30, 1,27 und einem Stopp von 1,41, aktueller Kurs vorhin 1,39,49. Und hier auf dem nächsten Slide können wir sehen, wie das Ganze bisher, muss man sagen, nicht funktioniert hat. Denn wir sehen blau, hoffentlich eingekreist, ganz klein. Ich kreise es hier auch mal mit der Maus noch ein. Sieht man eben den Tag des Webinars, 15.03.
Dann ist auch erwartungsgemäß britische Pfund etwas zurückgekommen, hat auch kurzfristig diese Unterstützungszone unterschritten. Deshalb sind wir in diesem in diesem Short eingestiegen. Allerdings sind wir seitdem jetzt doch wieder deutlicher angestiegen, aber der Stop wurde auch noch nicht ausgeführt. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, deshalb möchte ich da noch mal kurz die Vorfilter auch anzeigen, dass wir gerade beim britischen Pfund auch noch eine starke saisonale Phase haben. Deshalb war ja auch die Idee, mal eine erste Position zu öffnen und vielleicht nicht mit der vollen Investitionssumme direkt reinzugehen oder mit der vollen Trading-Summe, muss man hier vielmehr sagen, sondern da hatten wir schon darauf hingewiesen, die starke Saisonalität würde eben vielleicht dafür sprechen, dass man erstmal nur einen Teil investiert und dann nochmal nachkaufen könnte, sollte das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar weiter ansteigen, um dann eben seinen Einstand etwas reduzieren zu können. Wir schauen hier nochmal ganz kurz auf die COT-Daten. Hier oben in schwarz abgetragen wieder das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar und hier unten in blau abgetragen die Nettoposition der Commercials. Und was sehen wir hier? Wir sehen, dass die Commercials deutlich netto short positioniert sind. Ja. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, in der Vergangenheit, wenn wir auf solchen Levels waren, bei den Nettopositionierungen der Commercials, was ist dann tendenziell passiert? Also schauen wir mal, was passiert ist, als wir hier standen. Das war im Mai 2018. Danach ist das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar deutlich gefallen. Wir waren aber auch schon hier im Januar 2018 ungefähr auf diesem Niveau. Was ist davor passiert? Es lief noch so, oder danach, es lief noch so ein bisschen seitwärts, leicht aufwärts. Danach kam erst diese größere Abwärtsbewegung. 2014 im Juni haben wir das auch gesehen, dieses Niveau. Was ist danach passiert? Wir haben deutlich korrigiert. Also, wenn wir jetzt einfach uns das mal anschauen, auch nochmal hier 2012, dann kam eine deutliche Korrektur. Würde der Vorfilter COT-Daten dafür sprechen, dass eben der oder das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar noch mal etwas korrigieren könnte. Der zweite Punkt, das ist das Sentiment, was wir als Kontraindikator benutzen. Also, wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, davon ausgehen, dass ein bestimmter Basiswert weiter steigen sollte, dann suchen wir eher nach Short-Einstiegen. Wenn die Marktteilnehmer vermehrt davon ausgehen, dass ein bestimmter Wert fallen sollte, dann suchen wir eben einen Long-Einstieg und versuchen auf steigende Kurse zu spekulieren. Und hier kann man ja auch mal schauen, wir waren zuletzt auf einem sehr hohen Niveau. Viele Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass das britische Pfund jetzt weiter steigen sollte gegenüber dem US-Dollar. Seitdem korrigiert es etwas. Und auch hier können wir natürlich mal gucken, was in der Vergangenheit so passiert ist. Anfang 2018, danach gab es eine Seitwärtsbewegung, danach ging es deutlich abwärts. Dann 2013, 2014 waren wir länger auf einem bullischen Niveau, was das Sentiment betrifft. Danach ging es deutlich abwärts. Also, zweite Vorfilter zeigt weiterhin auch an, dass die Short-Seite hier zu favorisieren ist. Wie ich aber beim letzten Mal ja auch schon gesagt habe, die Saisonalität ist gerade für den April relativ stark noch. Das ist der stärkste Monat des Jahres. Also musste man sich schon darauf einstellen, dass man hier nochmal eine Bewegung nach oben sieht. Jetzt kommt allerdings auch ein schwacher Mai und in Kürze haben wir also die Möglichkeit, auch von der Saisonalität her, dass eben das britische Pfund kurzfristig mal korrigieren sollte gegenüber dem US-Dollar. Also aktuell noch das Sentiment leicht long, aber nicht das Sentiment, sorry, die Saisonalität noch leicht long, wird aber in Kürze dann auch eher short werden und die anderen Vorfilter lassen ja ohnehin weiterhin die Short-Seite favorisieren. Und bevor ich dann jetzt gleich zum DAX komme, würde ich das Wort kurz an dich übergeben, Stefan, dass du noch mal kurz zeigen kannst, wie die Situation charttechnisch aussieht beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und ob man den Stop, wie wir das auch damals gesagt haben, bei 1,41 war es, glaube ich, liegen lassen sollte oder ja, 1,41 oder sollte man den eventuell nach oben etwas anpassen? Jawohl, hallo auch nochmal von meiner Seite und für den Rückblick verwende ich zunächst mal die langfristige Chartbetrachtung. Das hier ist ein Wochenchart, da sieht man einfach, dass sich das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar langfristig in einem Abwärtstrendkanal befindet und der ist nach wie vor intakt und die Erholung, was wir jetzt in den letzten Monaten hatten, das hat einfach den Kurs bis zum oberen Ende dieses langfristigen Abwärtstrendkanals geführt. Wir haben den Stoppkurs etwas enger platziert, jetzt nicht am Hoch, sondern weil wir davon ausgegangen sind, wenn die 1,40 jetzt wirklich nachhaltig überwunden wird, dann kommt es nochmal zu einem Test der oberen Begrenzungslinie dieses Abwärtstrendkanals und dann wird es sich eher anbieten, da vielleicht nochmal eine neue Short-Bewegung
Position zu wagen. Das heißt, lieber hier kurzfristig dann rausgehen und oben nochmal versuchen reinzugehen. Das war eben der Hintergrund der damaligen Strategie. Vom mittelfristigen Chartbild her sieht es nach wie vor so aus, als ob es abwärts geht. Man sieht hier auch beim MACD auf der wöchentlichen Basis, dass wir da auf einem hohen Niveau ein Verkaufssignal drin haben. Das heißt, wir haben momentan zwar eine technische Gegenreaktion. Insgesamt soll es allerdings dann in den nächsten Wochen weiter nach unten gehen. Und Ingmar hat es ja auch schon erwähnt, dass die Saisonalität jetzt eben dann vermehrt auch dafür spricht, dass es eben dann nach unten gehen sollte. Und wenn wir jetzt hier in der Tagesbasis nochmal reinschauen, wir haben hier bei rund 1,40 da durchaus einen erkennbaren Widerstand drin. Wenn wir da drüber gehen, dann haben wir ein kurzfristiges Kaufsignal. Und dann ist eben davon auszugehen, dass wir diese Region hier zwischen 1,43 und 1,44 nochmal antesten werden. Und da wird sich's eben dann anbieten, lieber da nochmal versuchen, nochmal eine Short-Position aufzubauen, bevor man eben da drin bleibt und dann der Verlust eben größer wird. Deswegen würde ich an dem Stoppkurs nach wie vor festhalten. Wie gesagt, das Problem ist ja, dass wir nicht jede Woche da dran sind, hier im Zuge dieser Webinarreihe, und deswegen müssen wir die Strategien da ein bisschen mittelfristiger planen. Im Prinzip wäre es dann aber schon sinnvoll, im Hinblick auf den Vorfiltern, auf den Ergebnissen der Vorfiltern, dass man dann eben irgendwo in der Region 1,43, 1,44 da versucht, nochmal reinzugehen mit einem engen Stoppkurs. Solange der Stoppkurs jetzt allerdings nicht ausgelöst wird, den wir da bei 1,41 platziert haben, und der Kurs dann wirklich weiter nach unten geht, wenn wir da unter die spätestens 1,36 fallen, dann haben wir ein trendbestätigendes Verkaufssignal, und dann ist davon auszugehen, dass wir hier eben weiter nach unten gehen und dann eben genau dieser saisonalen Kurve weiter folgen, die Ingmar bereits erwähnt hat. Das heißt, im Großen und Ganzen ist der Trade nach wie vor noch im Rahmen unserer Erwartungen. Jetzt gab es eben diese kleine technische Gegenreaktion, würde ich jetzt noch nicht überbewerten. Insgesamt ist nach wie vor davon auszugehen, dass eben in den kommenden Wochen und Monaten da tendenziell eher eine Schwächephase bevorsteht. Soweit von meiner Seite aus zum Rückblick zum Pfund, zum US-Dollar. Da kam auch eine Frage rein, habe ich gerade gesehen. Die dürfte damit dann beantwortet sein. Und dann würde ich nochmal zurück zum Ingmar übergeben. Stefan, ich grätsche nochmal ganz kurz rein. Dankeschön. Ich habe am Anfang. Sorry, Markus, ich habe dich total vergessen. Ja, logisch. Ja, so, Markus. Macht nichts. Das ist, wie das so immer ist, beim ersten Mal, wenn man so eine Videofunktion am Anfang so ein bisschen einführt und von einer Umfrage spricht und sie dann vergisst und dann den passenden Einstieg nicht mehr findet, wollte ich vielleicht, bevor ihr weitermacht, ganz kurz diese Umfrage auf den Schirm schmeißen, und damit unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen ganz kurz nochmal abstimmen können, bitte, wie Ihnen diese Begrüßung gefallen hat und ob Sie das in Zukunft auch sehen möchten und ob es technische Probleme gab. Ich sehe die Umfrage. Wir haben schon einiges im Chat gelesen, und wir wollen einfach noch ein bisschen breitere Basis hier haben. Und ich glaube, es sieht so aus, als ob wir das gar nicht so schlecht gemacht haben. Werden natürlich auch besser werden noch in Zukunft. Aber ich denke, hier knapp zwei Drittel finden es ganz nett. Insofern, glaube ich, können wir die Umfrage stoppen. Und haben da auf jeden Fall eine Tendenz bekommen. Und ich bin dann auch wieder gleich still und lasse euch weitermachen. Dankeschön. Super, dass das gut ankam. Da bin ich auch froh. Hat sich gelohnt, dass ich vorher nochmal zum Friseur gegangen bin letzte Woche. Also, wollen wir als nächstes schauen auf die Indizes. Wir fangen an nochmal mit dem Dow Jones. Wollen das so ein bisschen kombinieren, die US-Märkte und auch den DAX uns natürlich anschauen. Und einfach mal gucken, in welcher Verfassung der Markt momentan ist und für welche Richtung die Wahrscheinlichkeit momentan erhöht ist. Ganz wichtig, das sage ich direkt jetzt von Anfang an nochmal dazu, es geht hier um eine mittelfristige Situation oder Betrachtungsweise. Es geht nicht darum, dass ein Markt kurzfristig natürlich komplett anders laufen kann, als wir das erwarten. Kann er natürlich auch mittelfristig, gar keine Frage. Aber es geht ja darum, einfach die Wahrscheinlichkeiten zu erörtern, für welche Richtung sich der Markt mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit entscheiden sollte. Und wenn wir jetzt erstmal auf die klassische Saisonalität für den Dow Jones schauen, dann sieht man eben, dass wir hier in einer extrem bullischen Saisonalität sind weiterhin. Ab Ende Januar bis in den Juli hinein, Ende Juli, soll hier der Markt ganz klar steigen.
Es geht nicht darum, wie gesagt nochmal, dass es immer wieder zwischendurch natürlich Korrekturen nach unten geben wird, das ist klar. Aber prinzipiell muss man ganz klar testieren, dass wir in einem bullischen Umfeld weiterhin sind, wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut. Ab Ende Juli bis in den Oktober hinein soll es dann eher korrigieren und ab Ende Oktober bis Dezember kommt dann oftmals die Jahresendrallye. Und das sieht man eben auch an diesen klassischen Saisonalitäten. Als nächstes wollen wir uns mal anschauen, wie das Ganze für den DAX aussieht mit der klassischen Saisonalität. Wird wahrscheinlich keinen wundern. Sehr, sehr ähnlich. Auch hier ab Ende Januar ganz klar der Trend nach oben bis in den Juli hinein. Dann Korrekturphase bis Ende September, Anfang Oktober. Und dann soll der Markt auch wieder steigen. Also hier sieht man im Endeffekt genau dasselbe Bild. Sieht sehr positiv aus. Weiterhin rein aufgrund der klassischen Saisonalität. Ganz interessant ist es immer eben, sich auch den Vierjahreswahlzyklus anzuschauen. Wir hatten letztes Jahr eine Wahl in den USA, also ein Wahljahr. Also haben wir dieses Jahr ein Nachwahljahr. Und jetzt kann man ja mal schauen, wie das Ganze hier aussieht in einem Nachwahljahr. Da sieht das Bild ähnlich aus und das unterstreicht nochmal die Saisonalität, die wir eben schon gesehen haben. Denn ab hier ist es nicht Ende Januar, sondern Ende Februar. Ab Ende Februar bis Anfang August zeigt hier mehr oder weniger alles nach oben. Wie gesagt, eine Korrekturphase natürlich. Aber insgesamt, wenn man sich mittelfristig positionieren möchte, dann zeigt auch hier der Trend ganz da aufwärts bis in den August. Die Nachwahljahre der USA umgemünzt auf den DAX. Sehr ähnliches Bild, aber sogar noch stabiler, noch stärker das Jahr. Liegt aber auch einfach daran, dass wir hier eine kürzere Betrachtungsweise haben und es scheint sich da ein bisschen verändert zu haben. Was sehen wir hier? Ab Ende Februar bis August aufwärts, bis Ende September Korrektur und dann weiter aufwärts. Also auch hier spricht erstmal mittelfristig alles dafür, dass die Märkte weiter ansteigen könnten. Ganz interessant ist auch immer, sich mal den Fear and Greed Index anzuschauen in den USA, also den Angst- und Gier-Index. Das ist ja natürlich ein Kontraindikator, wie ich schon gesagt habe. Also wenn die Marktteilnehmer sehr gierig werden, dann sollte man aufpassen mit seinen Positionierungen auf der Long-Seite. Wenn die Marktteilnehmer sehr ängstlich werden, dann kann man vielleicht auch mal wieder was auf der Long-Seite wagen. Und wir sehen im Endeffekt, dass wir weiterhin auf einem neutralen Niveau sind. Das schwankt die letzten zwei Wochen ungefähr zwischen 50 und 60 in etwa, manchmal 62 auch, also hin und her. Wir sehen ja auf jeden Fall, das kann man ja festhalten, keine extreme Gier oder Sonstiges. Also es ist nicht so, wie viele schon im Internet schreiben, ach, das ist alles übertrieben, die Märkte steigen und die Personen sind alle so gierig geworden und jetzt kommt da so ein Hype rein quasi in den Markt. Also wenn man sich hier diese Statistik anguckt, diesen Fear and Greed Index, dann sieht man davon zumindest erstmal nichts, denn wir sind hier auf einem neutralen Niveau. Und ganz im Gegenteil, ich finde sogar gerade in Deutschland zum Beispiel, sind viele Marktteilnehmer immer noch sehr bearish eingestellt, gehen immer noch davon aus, dass da eine Riesenwelle nochmal nach unten kommen sollte. Im letzten Jahr bin ich ja auch noch davon ausgegangen, habe meine Position ja dann gedreht und auch meine Ansichtsweise, weil ich gesagt habe, okay, und jetzt ab sofort sieht es wirklich auf eine Zyklik interessant aus, es sieht von der Saisonalität interessant aus und so weiter und so fort und bin ja seitdem sehr bullig eingestellt. Und momentan spricht es nicht gegen diese bullische Einstellung, sich das Sentiment anzuschauen, weil das ist weiterhin, wie gesagt, sehr neutral. Wenn man das Ganze mal anschaut für den deutschen Markt, also das Sentiment, wie sind die Marktteilnehmer hier so unterwegs, da muss man sagen, das Sentiment für die institutionellen Anleger sieht man hier zuletzt, war sogar negativ. Also vermehrt sind die Teilnehmer davon ausgegangen, dass der Markt fallen sollte. Und im privaten Sektor, das ist ja für uns besonders interessant als Kontraindikator, da muss man sagen, sieht man eben auch keine Gier. Wir sind da mehr oder weniger auch auf einem neutralen Niveau, was ja super interessant ist. Die Märkte steigen und steigen und steigen. Und wir sehen ja weiterhin nicht diese Euphorie, die man vielleicht erkennen sollte, wenn ein Markt sehr stark steigt und von einem Allzeithoch zum anderen springt. Von daher gehe ich zwar kurzfristig davon aus, dass wir auch mal eine Korrektur sehen können, von mir aus 3, 4, 5, 600, 700 Punkten. Aber mittelfristig zumindest sieht alles sehr positiv aus. Die Saisonalität spricht dafür, die Zyklik spricht dafür, der Fear and Greed Index, der spricht nicht dagegen. Sollte sogar jetzt eine Korrektur eintreten, nehmen wir mal an, den DAX von 5, 6, 700 Punkten und entsprechend auch in den US-Indizes, dann wird man ja sehen, dass eher wieder die Angst sogar zurückkommt, dass dann die Marktteilnehmer davon ausgehen, der Markt wird jetzt weiter fallen. Und dann dürfte es durchaus interessant sein, sich wieder mal auf die Long-Seite zu stellen, neue Positionen zu öffnen, falls man nicht ohnehin schon investiert ist. Und
Ja, damit würde ich auch an dich übergeben, Stefan, denn ich bin gespannt, wie die charttechnische Situation hier beim DAX aussieht. Jawohl, und ich beginne beim DAX auch mit einer etwas längerfristigen Betrachtung. Da sieht man einfach, wie gut das hier gelaufen sind jetzt in den letzten Monaten. Im Prinzip haben wir seit dem Einbruch, den wir im vergangenen Jahr hatten, eine relativ geradlinige Rallye. Das sieht man hier im Wochenchart auch daran, dass wir da schon irgendwo auf einem etwas übertriebenen Niveau angelangt sind. Wenn ich das vergleiche mit 2015, als wir ein ähnliches Niveau hatten, da ging es dann im Anschluss dann schon eher nach unten. Jetzt haben wir allerdings das Phänomen, Ingmar hat es gerade erwähnt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer doch eher zurückhaltend ist. Lustigerweise mit der fortschreitenden Impfung der Bevölkerung und dem voraussichtlichen Ende dann irgendwann der Corona-Pandemie sollte doch eigentlich eher die Stimmung positiver sein. Die Wirtschaft sollte davon profitieren. Im Gegenteil, momentan habe ich das Gefühl, man sucht so das Haar in der Suppe. Welche Branche ist jetzt hinkt da hinterher und kann nicht davon profitieren? Und man sucht da eher das Negative momentan da drin. Und das ist eben ein Punkt, oder das war zumindest auch die letzten Wochen ein Punkt, was den Aktienmarkt dann eher unterstützt hat. Wenn ich das Ganze mal mit dem Kryptomarkt vergleiche, wo dann der Bitcoin mittlerweile Ziele von 1 Million hat, teilweise schon, und da ist eine ganz klare Euphorie erkennbar, und da ist dann eher damit zu rechnen, dass es da mal heftige Schwankungen gibt. Jetzt gab es ja gestern beispielsweise da einen sehr deutlichen Rücksetzer, als da die Befürchtung war, dass die USA hinsichtlich Geldwäschegesetz da Maßnahmen ergreifen, war nur ein Gerücht und hat dann trotzdem dazu geführt, dass die Kryptos da sehr deutlich eingebrochen sind. Also das zeigt dann einfach, wenn eine Euphorie da ist, dann ist eher mit viel Schwankung zu rechnen und dann kann es auch heftigere Rücksetzer geben. Das Ganze haben wir im DAX eben oder in den Aktienmärkten jetzt noch nicht. Da ist die Stimmung eher verhalten bis sogar leicht negativ, je nachdem, welchen Sentiment-Indikator das ich verwende. Und das wirkt dann eher unterstützend und insofern auch unterstützend, als dass das ja einen Einblick darüber gibt, dass viele anscheinend noch nicht positioniert sind oder noch nicht in ausreichendem Maße positioniert sind. Das heißt, viele schauen der Rallye hinterher, mehr oder weniger als Unbeteiligte. Und das erklärt natürlich dann auch die negative Stimmung. Man wartet eben darauf, dass der Markt etwas zurückkommt, dass man dann wieder einsteigen kann. Und genau dieses Phänomen dürfte dann den Aktienmarkt auch nach unten hin absichern, sodass dann, wenn es dann wirklich etwas nach unten geht, dann irgendwann diese bisher unbeteiligten Anleger dann wieder zugreifen und dann einsteigen und das Ganze dann weiter nach oben treiben. Also wie gesagt, solange keine Euphorie erkennbar ist, sollte die Bewegung am Aktienmarkt erstmal weitergehen. Von der Saisonalität hat es Ingmar auch schon erklärt. Da kam übrigens eine Frage rein, weil da die Auswertung jetzt etwas in der Vergangenheit endet. Hat auch ein bisschen was mit einer Überoptimierung zu tun. Wenn ich immer was bis zum aktuellen Standpunkt überprüfe und dann kann es sein, dass ich eine Überoptimierung reinbekomme und dass es dann in der Zukunft nicht mehr verwendet werden kann, weil es einfach keine guten Ergebnisse mehr bringt. Deswegen macht Sinn, Testreihen in der Vergangenheit enden zu lassen und dann einfach zu schauen, jetzt beispielsweise, wenn man eine Saisonalität bis, keine Ahnung, 2012 oder was enden lässt und dann einfach guckt, hat sich das Ergebnis dann in der jüngeren Vergangenheit immer noch funktioniert. Es gibt andere Sentiment, Entschuldigung, Saisonalitätsindikatoren, hier beispielsweise den Sisonax mal nur der Vollständigkeit halber, da kann man dann auch einstellen, wie lange, dass man den dann anschauen möchte oder von welchem Zeitraum. Und im Endeffekt ist es allerdings so, dass sich an der Grundaussage da nichts ändert. Wir haben im Prinzip im April eine positive Phase, die ändert oder die setzt sich dann weiter fort bis Mitte Juli, allerdings unter Schwankungen. Das heißt, im Mai ist dann eher mit Schwankungen zu rechnen, im Juni auch. Und dann gibt es nochmal einen steilen Anstieg in der ersten Julihälfte. Das ist so der übliche saisonale Verlauf. Und deswegen kann es durchaus sein, dass der DAX da jetzt eben nochmal weiter nach oben geht. Der Mai kann sein, dass es da noch ein Stück weit zurückkommt, dass wir da vielleicht auch nochmal unter die 15.000 fallen werden. Aber wie gesagt, dann sollten die unbeteiligten Hände dann eher zugreifen, um
dann da nochmal einzusteigen. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir bis Mitte Juli dann noch höhere Notierungen sehen werden. Und deswegen würde sich dann ein Rücksetzer dann eben zum Einstieg anbieten. Entschuldigung, die Stimme versagt schon etwas vor lauter DAX-Analyse. Vom mittelfristigen Szenario her wäre es eben so, ja, wir müssen ja immer gucken, bis wir dann das nächste Mal dran sind. Was könnte sich dann bis dahin ergeben? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im Mai vielleicht einen kleinen Rücksetzer sehen, dann wird sich ein Limit irgendwo bei 14.600 anbieten im DAX. Und eine Absicherung dann vielleicht so bei 13.800. Und nach oben hin haben wir natürlich, also aktuell sind wir bei der 15.500. Das ist so die aktuelle Hürde, die drin ist. Und wenn es dann eben weitergeht, dann muss man sich an runden Zahlen orientieren. Dann sind wir da relativ schnell bei der 16.000. Halte ich durchaus bis zum Sommer für erreichbar. Wie gesagt, wenn es dann nach unten geht, dann wird es natürlich so sein, dass auch von der Stimmung her das Ganze noch negativer wird. Dann wird der große Aktiencrash befürchtet. Wenn Sie dann ins Börsenkiosk irgendwo reingehen und die Titelblätter dann vom großen Crash reden, und dann ist der richtige Zeitpunkt eben, um einzusteigen. Und wir werden auch im nächsten Mal ja dann nochmal auf die Stimmung eingehen. Und wie gesagt, wenn der Mai dann einen kleinen Rücksetzer mit sich bringt, gehe ich davon aus, dass wir da dann eben auch von der Stimmung noch ein Stück weit zurück rutschen werden. Irgendwann, ich weiß jetzt nicht, willst du da nochmal kurz auf die Produkte eingehen oder soll ich kurz auf die Produkte eingehen zu der DAX-Strategie? Nee, ich zeige es kurz. Ich würde kurz mal auf der Webseite zeigen, wie man im Endeffekt passende Produkte raussuchen kann. Hier auf der Seite von der DZ Bank, die lautet ja dzbank-derivate.de. Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wir können uns Produkte raussuchen mit Laufzeitbegrenzung, wenn wir jetzt im Knockout-Bereich unterwegs sind oder eben ohne Laufzeitbegrenzung. Da gibt es ja zum einen die Endlos-Turbos, wo eben Basispreis gleich Knockout ist. Und dann gibt es noch die Mini-Futures. Da haben wir ja eine vorgelagerte Stop-Loss-Schwelle. Und ich möchte einfach mal ganz kurz zeigen, wie man dann eben passende Produkte raussuchen kann oder wie man überhaupt nach Produkten dann sucht. Nehmen wir mal zum Beispiel die Endlos-Turbos. Da klicken wir einfach drauf, klicken dann bei Kategorie auf Indizes. Und im nächsten Schritt können wir dann bei Basiswert eben den DAX auswählen. Und dann werden wir sehen, dass es auf jeden Fall genügend Produkte gibt. Gerade für den DAX natürlich ist ja der meist nachgefragte Basiswert im Derivatebereich. Aus diesem Grund wird es natürlich da immer genügend Produkte auch geben mit verschiedenen Hebeln. So, jetzt haben wir mal so und klicken jetzt mal hier, ob wir ein Long- oder ein Short-Produkt haben wollen. Und wir sehen, es gibt immerhin 499 Produkte. Nur bei den Endlos-Turbos, dazu kommen ja noch die Closed-End-Turbos, also die Turbos mit Laufzeitbegrenzung und noch die Mini-Futures. Also da sollte für jeden etwas dabei sein. Und man sieht hier in der zweiten Spalte den Hebel 120. Das ist natürlich extrem hoch. Was bedeutet das? Nur um das nochmal kurz zu sagen. Das bedeutet eben ein Hebel von 120, wenn der Basiswert, also der DAX, um 1% steigt, dann gewinnt dieses Produkt ungefähr 120%. Und wenn der DAX um 1% fällt, dann ist eben das Produkt schon ausgenockt, weil ansonsten wären wir bei minus 120% und mehr als 100% kann es ja nicht fallen, bevor wir ausnocken. Deshalb hätten wir da natürlich nur einen sehr, sehr kleinen Puffer. Sieht man ja auch hier, hier wird es ja auch angegeben, die Knockout-Barriere mit 15.280. Also sind wir nicht mal, also 90 Punkte momentan entfernt vom Knockout. Und dementsprechend hoch ist natürlich auch das Risiko. Aber man sieht, dass hier genügend Produkte angeboten werden. 120, 111, 104, 97, 92, 87, 84. Also vom Hebel wird man da auf jeden Fall was finden. Und ich sortiere jetzt einfach mal nach dem kleinsten Hebel, damit man sieht, dass man auch, wenn man deutlich konservativer, wenn man das überhaupt sagen kann, im Hebelproduktebereich unterwegs sein möchte, dann gibt es eben auch Hebel von 1,46 oder 1,5 oder auch hier, also massig Produkte, heißt also in diesem Falle von 1,46 steigt oder fällt der DAX um 1%, dann gewinnen oder verlieren wir eben 1,46% mit diesem Produkt. Was wichtig ist, noch zu sagen, wir haben ja ein Produkt ohne Laufzeitbegrenzung. Zwei Punkte dazu. Es wird täglich der Basispreis, das Knockout-Level eben angepasst, um die anfallenden Finanzierungskosten, weil der Emittent weiß ja nicht,
Läuft das Produkt einen Tag, eine Stunde, eine Minute oder 10 Jahre im Endeffekt? Deshalb werden die Finanzierungskosten hier täglich angepasst. Aber man kann natürlich diese Produkte sekündlich verkaufen und kaufen. Man muss jetzt nicht das Produkt unendlich halten. Das würde keinen Sinn machen. Von daher kann man natürlich börsentäglich das Ganze zwischen 8 und 22 Uhr handeln. Ausknockbar sind die Produkte zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr plus Schlussauktion, also 17.45 Uhr in etwa. Das sei dazu noch gesagt. So, dann machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Basiswert, der für uns momentan interessant erscheint. Das ist der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar. Warum ist es interessant? In diesem Falle möchte ich mal anfangen mit dem Sentiment. Wir haben zuletzt gesehen, dass eben der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar deutlich korrigiert hat. Das kann man in der schwarzen Linie erkennen. Also japanischer Yen gegen US-Dollar zurückgekommen. Und was haben wir dann entsprechend im Sentiment gesehen? Nachdem die Marktteilnehmer zuvor noch bullig waren, als es hier gestiegen ist, kam dann eine Gegenbewegung nach unten. Und mit der Gegenbewegung wurde eben das Sentiment immer negativer. Und hier an diesem Punkt gingen die Marktteilnehmer sehr stark davon aus, dass der japanische Yen weiter abwerten sollte gegenüber dem US-Dollar. Und genau an dem Punkt geht es jetzt schon wieder leicht bergauf. Auf jeden Fall hat uns das schon mal angezeigt als ersten Indikator, also als Kontraindikator, dass der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar vielleicht jetzt erstmal wieder ansteigen könnte. Zweiter sehr wichtiger, interessanter Punkt ist das, oder ist die Saisonalität. Die ist jetzt hier ab April ganz klar positiv bis zum Oktober. Ich hoffe, das kann man hier sehr gut erkennen an dieser blauen Linie. Also hier zeigt die Saisonalität ganz klar aufwärts. Auch das als zweiter Indikator zeigt uns an, dass die Long-Seite vom japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar zu favorisieren ist. Der dritte Punkt ist dann eben die COT-Daten wiederum, hatten wir uns eben schon länger angeschaut. Wir sind hier aktuell auf keinem Extremniveau, das ist keine Frage. Aber zuletzt, jetzt können wir eben schauen, Januar 2021, da waren die Commercials deutlich netto short positioniert. Was danach passiert? Japanische Yen gegenüber US-Dollar deutlich gefallen. Und ganz interessant finde ich die Situation jetzt momentan, weil eben mit dieser Abwertung vom japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar die Commercials ihre Position deutlich und schnell gedreht haben. Von ungefähr minus 73.000 Kontrakten auf aktuell plus 78.000 Kontrakte. Also deutlich gedreht die Position. Aus diesem Grund werte ich das momentan auch schon als bullisches Signal. Wie gesagt, wir sind hier auf keinem Extremniveau, gar keine Frage. Aber wenn ich mir die Vorfilter insgesamt angucke, mit dem Sentiment noch, was sehr negativ war, und auch der sehr starken Saisonalität, gehe ich eben davon aus, dass der japanische Yen gegenüber dem US-Dollar jetzt wieder zulegen könnte. Ich hatte da auch schon eine Position eröffnet. Aber bin gespannt, Stefan, wie du das Ganze siehst aus charttechnischer Sicht. Denn es könnte ja durchaus Sinn machen oder macht ja immer Sinn, eben auch eine Preisbestätigung abzuwarten. Gerade wenn man vielleicht noch nicht investiert ist, der japanische Yen jetzt schon wieder ein bisschen ansteigen könnte, ist natürlich die Frage, wo ergibt sich eben hier die Möglichkeit, entsprechend einzusteigen. So, jetzt müsste auch der richtige Bildschirm übertragen sein, hoffe ich mal. Genau, das sieht man. Den US-Dollar im Verhältnis zum japanischen Yen, da muss man immer ein bisschen umdenken. Die Daten, die im Internet verfügbar sind, stammen ja meist aus den USA und da haben wir dann umgedrehte Währungsverhältnisse. Das heißt, da ist dann der Yen zum Dollar und die Produkte gibt es jetzt wiederum vom Dollar zum Yen. Und deswegen, wenn Ingmar jetzt aufgrund der Daten von der steigenden Tendenz vom Yen ausgeht und dann ist im umgedrehten Fall natürlich von der fallenden Tendenz des US-Dollars auszugehen. Das muss man immer so ein kleines bisschen mitdenken. Aber ich gehe mal davon aus, dass das keine große Schwierigkeit darstellt. Von der Technik her ist es so, dass wir uns vom Dollar gegenüber dem Yen auf dem Weg nach unten befinden. Wir hatten hier zuletzt Anfang des Jahres einen steilen Anstieg. Da sind wir kurz aus diesem abwärts gerichteten Trendkanal nach oben ausgebrochen, war ein klassisches Fehlsignal. Wir sind wieder in den Trendkanal reingelaufen und deswegen ergibt sich jetzt hier weiteres Korrekturpotenzial in den kommenden Wochen und Monaten. Und da gehen wir auch gleich schon von der wöchentlichen in die Tagesbasis rein. Da sieht man einfach mehr Details. Und
Wie gesagt, wir hatten hier diesen kurzfristigen Ausbruch nach oben. Jetzt sind wir zurückgefallen auf die 1,08. Im Prinzip würde es sich natürlich oder es wäre wünschenswert, wenn es hier eine kleine Erholungsbewegung geben würde in Richtung 109, dass man da nochmal eine Short-Position aufbauen kann und dann der Kurs im Anschluss weiter nach unten geht. Jetzt ist die Börse allerdings kein Wunschkonzert und deswegen kann es natürlich sein, dass wir jetzt mit den aktuellen Signalen dann auch gleich weiter nach unten gehen. Deswegen auf der einen Seite bietet sich's deswegen an, jetzt auf aktuellem Niveau bei rund 108 dann eine Short-Position aufzubauen. Man sieht es hier auch am MACD auf der täglichen Basis. Wir hatten hier ein Verkaufssignal drin, da laufen wir momentan klar nach unten. Deswegen ist von einer hohen Trenddynamik auszugehen. Man kann es allerdings, wenn man möchte, das vielleicht splitten, dass man sagt, okay, man macht das hälftig, dass man zum Beispiel mit Limit 108 da die eine Hälfte reingeht, die andere Hälfte mit Limit 109 und die Absicherung dann bei 111,50 eben knapp über dem letzten Zwischenhoch. Und wenn es dann eben weiter nach unten geht, müsste man dann die Stoppkurse über die letzten Zwischenhochs dann entsprechend weiter nach unten nachziehen. Muss man auch immer ein bisschen mitdenken, eben weil es eine Short-Position dann ist auf den Dollar, dass wir da eben eine Short-Position kaufen und das macht es etwas komplizierter, aber ich gehe davon aus, dass das soweit alles klar ist und wie gesagt, da ist davon auszugehen, dass eben dann in den nächsten Wochen und Monaten da die Tendenz weiter nach unten zeigt. Jetzt auch hier an der Stelle, Ingmar, soll ich da nochmal ganz kurz auf die Produkte eingehen oder willst du da nochmal auf die Seite der DZ-Bank gehen, um den Zuschauern zu zeigen, wie man eben die passenden Produkte raussuchen kann, bevor ich dann Ja, zu mache den ich gerade. Einzelwerten übergehe? Genau, mache ich gerade, zeige ich gerade noch, dann kannst du noch mal eben schauen, welche Werte gerade noch gefragt wurden. Und in der Zwischenzeit zeige ich noch mal ganz kurz, haben wir jetzt eben schon für den DAX gemacht, wie man eben passende Produkte raussuchen kann. Stefan hat es ja schon gesagt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Ich hatte analysiert, japanischen Yen gegenüber US-Dollar, weil so eben die Daten verfügbar sind. Und die Produkte sind aber genau andersrum strukturiert. Also US-Dollar gegenüber japanischen Yen. Heißt also, wenn ich gesagt habe, japanische Yen long, dann müssen wir eben daran denken, genau wie Stefan es gerade auch analysiert hat, dass wir eben eine Short-Strategie dann entsprechend haben. Und da klicken wir einfach auch wieder auf Produkte, Endlos-Turbos. Hier bei der Kategorie, in diesem Falle haben wir weder Aktien noch Indizes, sondern wir haben ein Währungspaar. Klicken wir also auf Währungen und wenn wir dann weit runtergehen, sieht man eben hier unten US-Dollar gegenüber japanischen Yen. Klicken drauf und hier entsprechend Short und dann wird man hier auch genügend Produkte wiederum finden. Wir sehen, 54 Produkte werden angegeben, die es hier gibt und dann wird man auch hier natürlich entsprechend eine Auswahl treffen können, wenn man eben nach einem Produkt sucht, wenn man dieses Trading Setup entsprechend umsetzen möchte. So, Stefan, damit auch schon direkt wieder das Wort an dich. Und dann bin ich gespannt, welche Aktien du heute noch analysieren kannst. Genau, und ich beschränke mich mal nicht nur auf die Aktien, sondern da kam auch gleich noch eine Frage rein zu einem Trade auf den Euro im Verhältnis zum US-Dollar, den wir im Februar vorgestellt haben, eine Short-Strategie. Da hatte ein Leser geschrieben, er hatte da vergessen, den Stoppkurs bei 1,18 zu setzen. Jetzt sind wir da natürlich ein Stück weit nach oben gelaufen. Allerdings, wer regelmäßig zuschaut und weiß, wie ich versuche, Trends zu definieren, der weiß, dass wir uns da momentan immer noch in einer abwärts gerichteten Trendbewegung befinden. Das heißt, wir haben hier steigende Tiefpunkte. In dieser Zeitebene befinden wir uns nach wie vor in einer abwärts gerichteten Trendrichtung. Wenn wir uns jetzt diesen Zeitabschnitt hier anschauen, dann wird es eben spannend, denn da haben wir noch ein höheres Tief drin. Das heißt, wenn dieses unterschritten wird in den nächsten Wochen, das heißt, wenn wir hier irgendwo unter die 116 rutschen, dann wäre auch diese übergeordnete Trendphase wäre dann nach unten gedreht und dann ist dann davon auszugehen, dass wir hier dann wirklich dann nochmals hier steil nach unten abtauchen werden. Ich mache dann noch ein paar Schritte weg, ein paar Linien weg, dann kann man es einfach besser erkennen. Wie gesagt, wir sind hier in dieser abwärts gerichteten Trendphase drin. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir da in Kürze wieder nach unten drehen werden und das dann
eben der Euro weiter zur Schwäche neigt gegenüber dem US-Dollar. Hat auch den fundamentalen Hintergrund irgendwo, dass die EZB da sich schwer tut, an der Zinsschraube zu drehen bzw. Liquidität abzusaugen. Auf der anderen Seite haben wir es so, dass vor allem die neue US-Finanzministerin Janet Yellen, die ehemalige Notenbankpräsidentin, ja schon verkündet hat, dass man eben an den Steuern drehen möchte. Die Notenbank, die US-Notenbank hat auch sich dazu bekannt, dass man über kurz oder lang eben versucht, da wieder Liquidität abzusaugen. Und das spricht dann eher für einen stärkeren Dollar und im Währungsverhältnis dann eben für einen schwächeren Euro. Das heißt, auch der fundamentale Hintergrund wäre da oder würde da dazu passen, dass da eben der Euro in der näheren Zukunft dann weiter zur Schwäche neigt. Soweit zum Euro im Verhältnis zum US-Dollar. Da war, wie gesagt, eine Frage da zum Trade, den wir da im Februar vorgestellt haben. Dann fangen wir mal mit den Einzelwerten an in der verbleibenden Zeit, die wir noch haben. Da ist nach den Automobilwerten gefragt worden. Eine VW ist ja momentan ja ganz weit vorne. Ich gehe auch gleich auf die BMW und auf die Daimler nochmal ein. Was man jetzt hier in der Wochenebene sehen kann, wir haben hier wirklich ein Bewertungsniveau erreicht. Ich habe es vorhin im DAX mit 2015 erwähnt. Wenn ich das auf die VW-Aktie übertrage, da sind wir jetzt von der Bewertung her weit über dem Niveau, obwohl der Chart oder der aktuelle Kurs hier noch unter dem Tief von 2015 notiert. Es wird eben in dieser wöchentlichen Ebene wird ganz klar, dass wir hier sehr stark in eine Übertreibung reingelaufen sind. Und wenn wir da mal in die Tagesebene reinschauen, dann sieht man, bei 250 ist aktuell der Deckel drauf. Wenn wir da drüber gehen sollten, dann ist davon auszugehen, dass wir nochmal so eine Art Gipfelsturm erleben können. Das Ganze macht es für eine Short-Position natürlich etwas schwierig. Da kam auch vorhin eine Frage rein, könnte man jetzt vielleicht nicht dann doch hinsichtlich einem schwächeren Mai im Aktienmarkt dann Short gehen. Das Problem ist eben, dass wir noch eine relativ hohe Trenddynamik drin haben im Aktienmarkt selbst. Und wenn jetzt bei der VW-Aktie, wenn die 250 fällt, dann ist auch da davon auszugehen, dass da nochmal ein Schub nach oben kommt. Auf der anderen Seite, wenn man auf der sicheren Seite bleiben möchte und dann schaut, dass das letzte Tief, wenn das hier bei rund 230, wenn es unterschritten wird, dann ist eher davon auszugehen, dass wir diese Übertreibung, die momentan drin ist, dann wieder etwas korrigieren werden und dass wir dann eher in Richtung 190 bis 200 Euro laufen werden. Wenn wir uns jetzt im Vergleich eine BMW dazu anschauen, das sieht man auch, wir sind hier relativ weit gelaufen. Wir sind hier allerdings noch unter dem Bewertungsniveau, was wir 2015 hatten, allerdings sind wir mit dem Kurs auch deutlich unter dem Niveau, was wir 2015 hatten. Hier kommen wir auf eine Widerstandslinie, Zone irgendwo um 95. Ich kann mir vorstellen, dass der Kurs vorher schon zu einem kleinen Rücksetzer neigen wird, denn wir sind hier am oberen Ende des Aufwärtstrendkanals, des kurzfristigen Aufwärtstrendkanals. Wir haben hier auch ein kleines Verkaufssignal schon drin. Das bedeutet, wenn wir unter die 85 fallen und dann sind wir dann auch relativ schnell bei rund 75 Euro. Und da wird es dann natürlich dann wieder interessant für eine kurzfristige Long-Position. Da dürfte dann diese kurzfristige Übertreibung dann entsprechend korrigiert sein. Und dann haben wir auch wieder ein schöneres Niveau, um eine kurzfristige Long-Position aufzubauen. Das heißt, momentan, es sind sehr viele Kurse, die sind relativ weit gelaufen. Deswegen ist es ein bisschen gefährlich, da auf der Long-Seite einzusteigen. Wenn wir da zu guter Letzt auch nochmal eine Daimler anschauen, dann haben wir alle drei Automobilwerte mal betrachtet. Auch da die Wochenebene. Man sieht es, die Bewegung, die war ja fast mehr oder weniger wie an der Schnur gezogen nach oben. Wir sind ja auch in einem sehr hohen Niveau mittlerweile angelangt. Auch hier haben wir das Niveau von 2015 nicht erreicht. Vom Kursniveau her, vom Bewertungsniveau sind wir mittlerweile bei der Daimler drüber. Und da haben wir so irgendwo bei 78 aktuell
ist so der Deckel drauf. Wenn wir da in die Tagesebene reinschauen, sieht man es etwas besser. Wir laufen hier zwar tendenziell noch nach oben, allerdings, was man hier sehr schönes erkennen kann, wir haben hier schon eine negative Divergenz drin. Das heißt, der MACD macht fallende Hochpunkte, während der Daimler-Chart steigende Hochpunkte macht. Die Zahlen waren gut irgendwo zuletzt, klar, das hat dem Kurs nochmal etwas geholfen, aber tendenziell, man sieht es, dass die Dynamik etwas nachlässt und dass wir da wahrscheinlich eher in den letzten Zügen sind, bevor es dann etwas, ja, einen Rücksetzer gibt. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da relativ schnell dann diese Unterstützung bei 65 beziehungsweise sogar bei 60 testen. Und wenn wir da wirklich dann so weit zurückkommen, dann hätten wir auch wieder ein schönes Niveau von der Bewertung her, um da eine kurzfristige Long-Position aufzubauen. Das heißt, egal, ob es jetzt eine VW, BMW oder eine Daimler ist, da sind wir bei den Automobilwerten alle ein Stück weit zu weit gelaufen, zu heiß gelaufen. Und deswegen gehe ich da eher davon aus, dass wir da in Kürze nochmal zurückkommen. Und wenn man es dann eben positiv betrachtet, würden sich da auch wieder schöne Einstiegsniveaus ergeben. Dann ist gefragt worden, eine SAP, da mache ich auch zunächst oder beginne ich mit der wöchentlichen Betrachtung, die zeigt tendenziell nach oben. Wir haben jetzt natürlich mit der Bewegung, was wir im letzten Jahr hatten, fällt das Ganze etwas aus dem charttechnischen Rahmen. Insgesamt ist allerdings diese Kurslücke interessant, die wir im vergangenen Herbst hatten. Die sehen wir uns jetzt auch gleich in der Tagesebene nochmal an. Da gab es Zahlen, die waren deutlich schlechter als erwartet. Entsprechend ist die Aktie eingebrochen. Jetzt hatten wir uns danach etwas erholt, sind dann zurückgelaufen, haben diese Region um 100 nochmal erfolgreich getestet. Da bin ich ja auch im letzten, glaube im vorletzten Webinar auch nochmal drauf eingegangen, solange die 100 hält. Sieht alles ganz gut aus. Und jetzt wird aktuell diese Kurslücke geschlossen. Das heißt, wir haben hier ein kurzfristiges Kursziel im Bereich um rund 125. Kann man vorstellen, wenn der Kurs da dran läuft, dann vielleicht eine kleine Konsolidierung. Und dann werden wir im weiteren Verlauf in den kommenden Wochen dann auch nochmal das Hoch vom vergangenen Jahr allmählich in Angriff nehmen. Von der fundamentalen Seite her ist es so, dass zum Beispiel zuletzt jetzt Alphabet das Betriebssystem auf SAP von Oracle auf SAP gewechselt hat. Das hilft natürlich auch der SAP-Aktie und sollte die den Kurs da weiter nach oben treiben. Das heißt, die Nachrichten sind momentan ebenfalls eher positiv und sollten dann entsprechend unterstützend wirken. Dann haben wir die Deutsche Telekom, die ist zuletzt auch sehr stark gestiegen. Ich habe hier zunächst der Vollständigkeit halber auch den Wochenchart mal, dass man einfach mal sieht, in welcher Spanne wir uns die letzten Jahre bewegt haben. Da sind wir jetzt am oberen Rand angelangt und wenn wir da wirklich mal das schaffen würden, über die 18 zu klettern und dann wird es interessant, weil dann kommen wir da in Regionen, wo wir Ende der 90er oder in den 90ern zuletzt erreicht haben, dann könnte da der Kurs nochmal ordentlich Dynamik entfachen. Mit dem steilen Anstieg, was wir zuletzt hatten, da gehe ich jetzt nochmal in die Tagesebene rein. Wie gesagt, wir hatten hier eine kleine Konsolidierung über den Jahreswechsel, dann eben diesen steilen Anstieg im März und da haben wir jetzt eben eine kleine korrigierende Bewegung gesehen und ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt dann so nach und nach wieder nach oben streben werden und dann nochmal versuchen, eben diese Region um 17,50 da zu überwinden, um dann eben die Region 18 bis 18,50 nochmal in Angriff zu nehmen. Und dann muss ich eben zeigen, ist genügend Kraft da, um da weiter nach oben zu laufen. Tendenziell sieht es momentan nicht so schlecht aus, vor allem nachdem wir mit dem Rücksetzer ja jetzt einen Teil der Überhitzung, die eben noch im März entstanden war, jetzt wieder korrigiert haben. Das heißt, wer eine spekulative Long-Position eingehen möchte auf aktuellem Niveau, dann müsste man den Stoppkurs vielleicht irgendwo bei 15,70 platzieren, eben knapp unter dem letzten Zwischentief. Dann hat man schöne Chance zu Risikoverhältnis, wenn man dann sagt, okay, 17,15 bis 18,50 könnte bis im Sommer möglich sein. Dann ist eine Vonovia gefragt worden. Ja, sieht aktuell ganz gut aus. Wir hatten im vergangenen Jahr eben den steilen Anstieg und jetzt seit Monaten diese Konsolidierung drin, diesen
kurzfristigen Abwärtstrendkanal. Da sind wir jetzt an das obere Ende herangelaufen. Der Ausbruch ist noch nicht erfolgt. Allerdings kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das hier dann durchaus in Kürze erleben werden. Von der Übertreibung her, die wir im letzten Jahr erreicht haben, die haben wir mittlerweile korrigiert, sind hier auf neutralem Boden und haben auch ein erstes Kaufsignal generiert. Das heißt, es sieht nicht so schlecht aus, dass es da weiter nach oben geht. Ist allerdings für eine Long-Position, ich mache da nochmal ein paar Linien weg, dann kann man einfach mehr erkennen und zoome da mal etwas rein, damit man mehr Details eben sehen kann. So ist momentan etwas schwierig, eine gehebelte Long-Position dann eben abzusichern, denn den Stoppkurs müsste man ja nicht dann irgendwo bei rund 52 platzieren. Das ist natürlich schon eine ganze Ecke weg von dem, was das aktuelle Kursniveau ist. Jetzt haben wir allerdings heute diese negative Kerze drin. Kann sein, dass der Kurs hier vielleicht in den nächsten Tagen nochmal ein Stück weit zurückkommt, sodass ich dann vielleicht so, also es wäre so ein schönes Wunschszenario, wenn man dann so bei 54 vielleicht ein Limit reinlegt und das Ganze bei 52 dann absichert im Hinblick darauf, dass die mittelfristige Richtung dann weiter nach oben geht, dann wird sich da auch ein schönes Verhältnis von Chance zu Risiko ergeben. Dann ist gefragt worden, der Gerresheimer, auch da hatten wir in den letzten Monaten eine Konsolidierung drin als Antwort eben auf den Anstieg, den wir im Sommer des vergangenen Jahres oder in ja, im zweiten Quartal des vergangenen Jahres hatten. Mit dieser Konsolidierung sind wir da auch ebenfalls jetzt in einem auf einem neutralen Boden angelangt. Wenn wir da die Tagesebene auch nochmal anschauen, dann sieht man diese Konsolidierungsphase noch etwas besser. Und da hatten wir jetzt zuletzt im März schon ein erstes Kaufsignal. Deswegen ging es hier schon ein Stück weit nach oben. Noch ist die Konsolidierung aber intakt. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man hier irgendwo versucht, so in der Region um 84 da das Ganze nochmal abzufischen und den Stoppkurs bei 80 zu platzieren. Das andere wäre, dass man sagt, man wartet eben das Ende der Konsolidierung ab. Da müsste der Kurs dann schon hier über die 97, 98 klettern, dass man da mit einer Stop-Buy-Bedingung arbeitet. Das ist natürlich ein ganzes Stück hin. Der Idealfall wäre eine Kombination aus beidem, dass man sagt, man splittet auch da eine Order und versucht bei 84 vielleicht hälftig reinzukommen. Und wenn der Trend dann in die richtige Richtung läuft, dann baut man prozyklisch dann eben mit einem Überwinden von 97 die Position zur Gänze aus und kauft dann eben da nochmal weitere Stücke nach. Das wäre dann eine schöne Trendfolgeposition. Dann ist eine Plug Power gefragt worden. Das sieht jetzt aktuell nicht wirklich so gut aus. Wir sind zwar hier klar im negativen Bereich mittlerweile von der Bewertung angelangt. Wir hatten hier auch eine immense Übertreibung mit dem Anstieg, was wir spätestens dann kurz nach dem Jahresauftakt hatten. Allerdings ist die Aktie einfach durchaus heiß gelaufen und diese, ja, sie ist schon etwas größer ausgefallen, die Korrektur. Ich sehe allerdings noch kein Anzeichen dafür, dass es da eine Trendwende gibt, sondern momentan zeigt die Richtung einfach weiter nach unten. Da müsste man dann einfach drauf warten, bis da zumindest eine Art Bodenbildung mal gefunden wird, bis da eine Unterstützung mal getestet wird und dann eben dann da weiter nach oben zu laufen. Und da kann es durchaus sein, dass man da nochmal irgendwo in Richtung 20 bis 19 US-Dollar hinlaufen. Also wie gesagt, momentan zeigt die Richtung nach unten. Da wäre es sehr gefährlich, da jetzt schon einzusteigen. Dann ist noch gefragt worden, Nevada. Da gibt es leider momentan nicht wirklich viel zu vermelden. Es ist in den Nachrichten ja immer zu lesen, Deutschland mit Batterien hat da eine große Kompetenz und da ist ein Wirtschaftszweig, was Zukunft hat. Im Watta-Chart ist es momentan leider noch nicht abzulesen. Wir bewegen uns da seit Monaten ebenfalls seitwärts. Im Großen und Ganzen pendeln wir da irgendwo zwischen 100 und 140, wenn man diesen kleinen Ausreißer Anfang des Jahres mal außen vor lässt. Wie gesagt, hier gibt es noch kein Signal, wo sich ein Einstieg anbieten würde. Wenn der Kurs etwas zurückkommt, dann könnte man eben versuchen, hier irgendwo bei 105 vielleicht so eine Long-Position abzufischen und die dann eng abzusichern. Das wäre eine Trading-Variante. Die andere wäre, dass man eben wartet, bis da wirklich ein klares Trendsignal kommt. Auch hier vielleicht die Möglichkeit, die Order zu splitten und beides zu tun. Einmal abfischen und einmal prozyklisch dann in den steigenden Trend einzusteigen, wenn er denn dann
kommt. Momentan ist leider noch nichts da. Das heißt einfach nur in Anführungszeichen nur beobachten, bis sich dann ein schönes Signal ergibt. Und dann sind wir soweit. Nee, eine Henkel habe ich noch. Kam noch eine Frage rein von all dem, was ich vorbereitet habe. Und dann gucke ich gleich nochmal drauf, was dann noch soweit reinkam. Eine Henkel sieht aktuell ganz gut aus. Allerdings, man sieht es hier auch, wir sind hier zuletzt sehr steil angestiegen, sind aktuell an der 100 dran. Wenn ich da in die Tagesebene reingehe, um da mehr zu Details zu sehen, da sind wir dran gescheitert, haben ja auch ein kurzfristiges Verkaufssignal drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir hier noch mal ein Stück weit zurückkommen, bevor wir dann die 100 wieder angreifen. Und da muss ich dann zeigen, wo ist eben die nächste Unterstützung. Wird die vielleicht hier bei 90 oder gar schon hier bei 95 getestet? Und daraus wird sich dann eben die Folgestrategie ergeben. Das heißt, wenn die 95 hält, dann würde ich da eher mit einer Stop-Buy-Bedingung bei 100 arbeiten. Wenn wir unter die 95 rutschen, dann würde ich erstmal schauen, wo sind denn die Unterstützungen, die dann getestet werden. Dann habe ich gerade noch gesehen, machen wir zum Schluss noch, eine Microsoft ist gefragt worden, da gehen wir auch mal drauf ein. Erst der langfristige Chart, das sieht man, das sind zwar sehr stark gestiegen, sind jetzt auch nicht unbedingt hier auf günstigem Niveau, allerdings haben wir mit dieser Bewegung hier, die eher seitwärts gerichtet war in der zweiten Jahreshälfte im vergangenen Jahr, haben wir da schon ein Stück weit Übertreibung abgebaut. Jetzt sind wir natürlich wieder ein Stück weit nach oben gestiegen. Wenn wir uns die Tagesebene anschauen, haben wir kurzfristigen Aufwärtstrendkanal, der ist im vergangenen Jahr gestartet. Den hatten wir oder die Unterseite hatten wir im März sehr ausgiebig getestet. Der Test ist dann erfolgreich verlaufen und dann sind wir auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Der Anstieg war jetzt allerdings relativ schnell. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir da nochmal zurück in Richtung 250 laufen. Da wird sich dann auch wieder ein spekulatives Einstiegslimit anbieten und dann eine Absicherung irgendwo vielleicht so bei 245 bis 240 für eben eine spekulative Long-Position in der Hoffnung, dass dieser Aufwärtstrend weiterhin intakt bleibt und die Aktie dann auch in den nächsten Wochen und Monaten weiter nach oben zeigt. Genau, dann sind noch ganz viele Fragen zu irgendwelchen Nebenwerten gekommen. Haben Sie da bitte Verständnis dafür, dass ich nicht alle Nebenwerte kenne, sondern ich mich da weitgehend drauf beschränke, was Basiswerte von verbrieften Derivaten sind, wo es Optionsscheine, wo es Turbo-Optionsscheine drauf gibt. Und deswegen versuche ich dann da eben den Schwerpunkt zu setzen, versuche auch da irgendwo die Fragen zu beantworten. Und zu guter Letzt jetzt noch die Frage nach der E.ON. Ja, im Großen und Ganzen haben wir eine Seitwärtstendenz und die haben wir seit Jahren und da sieht es auch nicht danach aus, als ob sich da viel ändert. Aktuell sind wir wieder am Widerstand bei 10 Euro dran. Das heißt, wir sind genau in der Mitte dieser Seitwärtsphase und insofern wird sich da gerade gar nichts anbieten. Nicht mal eine Strategie auf seitwärts gerichtete Phasen, denn die ist ja immer am teuersten, wenn der Wert in der Mitte von so einer Trading Range ist. Das heißt, im Endeffekt wird sich's anbieten, unten zu kaufen und oben zu verkaufen. Und insofern ist eine E.ON auch momentan nichts anderes wie ein reiner Beobachtenswert. Wenn es dann nach unten oder nach oben geht, dann wird sich da wieder eher die Möglichkeit ergeben, entsprechend Long oder Short zu gehen. Soweit von meiner Seite. Jetzt habe ich 2 Minuten überzogen. Ich hoffe, es war soweit in Ordnung. Es sind die meisten Fragen soweit beantwortet worden. Ich übergebe jetzt am Ende nochmal an den Markus für das Schlusswort. Ansonsten wünsche ich gute Trades, viel Erfolg an der Börse und bis zum nächsten Mal. Ja, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, Stefan, für das Aktienpotpourri, für die vielen Aktien, die du am Ende noch analysiert hast. Und du bist da durchgelaufen in D-Zug, jetzt kannst du dir, oder hast du dir ein Glas Wasser verdient. So wie es angefangen hat mit dem Bildschirm, wollen wir auch versuchen, dass, ob es jetzt noch klappt, dass wir uns auch per Bild oder Video bei Ihnen verabschieden. Ich probiere es mal. Jetzt sind wir da rausgeflogen, jetzt machen wir es aber wieder an. So soll es aber funktionieren. Ich hoffe, Sie sehen alle die Bilder, die bewegten Bilder. Ja, wie gesagt, ich habe zwischenzeitlich hier schon mal so ein bisschen das Licht angeschaltet. Ich hoffe, man sieht hier den heiligen Schein nicht zu stark, also eine ganz normale Lampe, die über mir schwebt. Ja, was steht nächste Woche auf dem Programm? Das möchte ich auch gerne noch loswerden.
Sie sehen es auf der letzten Folie, die erwähnenswert ist. Das ist, ja, der Fokus liegt auf den internationalen Rohstoff- und Währungsmärkten. Und da soll Ihnen der André Stagge Einblicke in die An und Analysen geben, wie es da derzeit ausschaut. Falco Block, mein Kollege, wird das Webinar moderieren nächste Woche. Und würden uns freuen, wenn Sie wieder mit von der Partie sind. Wir freuen uns auch, dass wir heute diese kleine Neuheit einführen durften und dass sie ganz gut angekommen ist. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Das wird sich auch einspielen die nächsten Male. Und ja, ich danke euch ganz herzlich, Stefan und Ingmar, dass ihr mit dabei wart. Und ja, ich sage natürlich auch vielen Dank an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und ja, bleiben Sie gesund und haben Sie einen schönen Abend. Und bis zur nächsten Woche. Freut mich. Und ja, dann sind wir durch. Machen Sie es gut. Ciao. Super, auch von uns natürlich. Alles Gute, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Weiterhin gute Trades. Das Wichtigste ist, bleiben Sie gesund und dann bis zum nächsten Mal. Schönen Abend und dir natürlich auch einen schönen Abend, Markus. Alles Gute, ciao. Mach's gut, ciao.